Eileen, 14 Jahre jung, brutal ermordet. Sie könnte noch leben, wenn Polizei und Justiz konsequenter gehandelt hätten. Immer mehr unglaubliche Details kommen jetzt ans Licht. Immer wieder fiel Eileens Mörder dadurch auf, dass er sich an Kinder und junge Mädchen heranmachte. Niemand stoppte ihn, bis es zu spät war. Jan-Heiko P. stalkt vor dem Mord an Eileen ein weiteres Opfer, eine 17-Jährige. Das Mädchen und die Schule alarmieren die Polizei. Doch nichts geschieht. Jan-Heiko P., der Mann, der 10 Jahre wegen versuchter Vergewaltigung einer 11-Jährigen im Maßregelvollzug saß, legt Beschwerde wegen seiner dauerhaften Überwachung ein. Und, unfassbar, das Landgericht Limburg gibt ihm Recht. Wenn Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei ihre Möglichkeiten besser ausgeschöpft und gehandelt hätten, dann könnte Eileen heute noch leben.